Der Bauausschuss des Stadtrates hat sich jetzt im frisch sanierten Museum Nordenham umgesehen. 795.000 Euro sind investiert worden. Ein Aufzug in einem großen Turmanbau aus Stahl und Glas und ein zusätzlicher Museumsraum sind geschaffen worden. Das aus dem Jahr 1892 stammende Gründerzeitgebäude hat einen neuen Fassadenanstrich und neue Fenster sowie im Innern neue Teppichböden erhalten. Alle Räume sind jetzt barrierefrei erreichbar. Jetzt soll auch das Museumsfeld attraktiver gestaltet werden. Ein ansprechender Museumsplatz unter Einbeziehung der vorhandenen Grünflächen soll entstehen. Dafür sind Investitionen von etwa 200.000 Euro vorgesehen.